Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sirius und jetzt gibt's ein Video zur SSX-Demo, gespielt auf der Xbox 360. Ja, die Demo-Version zu EA Sports SSX war gestern am 21. auf Xbox Live erhältlich und soll heute ab dem 22. Februar auch im PlayStation Network zur Verfügung stehen. Die Demo umfasst dann zwei spielbare Strecken, ein Rennen in den Rocky Mountains und so ein Trick-Event in Neuseeland, wo es einfach darum geht, ja, möglichst coole Sprünge aneinandergereiht zu zeigen. Und generell wird man die Demo bis zum 20. März 2012 herunterladen können. Das Spiel selber erscheint schon rund 3 Wochen vorher, am 2. März, ist offizieller Release in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Demo bietet eigentlich einen ganz hübschen und umfangreichen Einblick auf das gesamte Spielgeschehen. Ihr könnt auch schon so ein bisschen über den Globus fliegen und da quasi die Locations sehen, die ihr später noch spielen könnt, von Himalaya bis Afrika und Alaska, ist da wirklich so alles dabei. Allerdings sieht man das halt nur als Positionspunkt auf einer Karte, sag ich jetzt mal. Ist noch schön mit einem Schlösschen abgeriegelt, ganz einfach. Ihr beginnt zunächst einmal ein bisschen die Steuerung zu lernen. Da gibt es dreierlei Varianten. Ihr könnt das, wie EA Sports das bei seinen letzten Titeln ganz gerne macht, mit dem rechten Stick quasi eure Hände koordinieren. Das kennt man vielleicht aus diesen Boxspielen oder so. Ihr könnt aber auch ganz klassisch quasi mit A, X, Y und B, also mit euren Tasten, das kombinieren. Wenn ihr ja ehemalige SSX-Veteranen seid, dann könnt ihr auch auf die klassische alte SSX-Steuerung zurückgreifen. Ich habe mich dann hier für die Steuerung über die Tasten entschieden. Ich finde, das ist irgendwie ja einfach ein ganz klein bisschen griffiger und schneller zu handeln. Das ist auch quasi so ein Mix, also die Funktionen mit dem rechten Stick werden dadurch nicht abgeschaltet, wenn ihr lieber die Tasten benutzen wollt. Also, ja, je nachdem wie ihr das spielen möchtet, könnt ihr das ganz einfach mal ausprobieren, für euch selber entscheiden. Ich kann diese Variation mit den Tasten durchaus empfehlen, weil wie gesagt auch noch ganz normal die Funktionen mit dem Stick aktiviert sind. Generell gehört SSX zu einer der erfolgreichsten Sports-Arcade-Titeln, die ja, der Markt so zu bieten hat. Also ich kann mich noch dran erinnern, wie ich auf der alten Xbox schon SSX unheimlich gerne gezockt habe. Da war es aber noch ein bisschen so rennenorientierter, habe ich das so im Gedächtnis. Hier im Moment sehen wir jetzt gerade mal im freien Fall, wie ihr in einer Art Tutorial diese ganzen Grabs und Tricks und Flips und so beigebracht bekommt. Das ist hier ein bisschen langwierig, da schneide ich euch jetzt einfach mal raus. So, jetzt sind mal eben rund 2,5 Minuten, würde ich mal sagen, so Hampeln hier weggefallen. Und wie ihr sehen könnt, werden die Tricks dann nach und nach immer umfangreicher. Und wenn ihr diesen goldenen Tricky Mode aktiviert habt, geht's dann auch richtig rund. Ich denke mal, da kann man dann auch ganz schön sehen, warum das zu Recht ein Arcade-Spiel ist. Ja, also was hier so an Flips, Wendungen und irren Geschichten so möglich ist, ja, entbehrt natürlich jeder Simulationsgrundlage. Ich finde das eigentlich, ich finde es jetzt nicht schade, es passt schon grundsätzlich zu dieser SSX-Reihe, aber EA hat ja durchaus auch mit den drei Skate-Titeln ganz einfach gezeigt, dass es auch möglich ist, ein Spiel in einem realistischen Umfang zu zeigen, was den Fans absolut genial gefallen hat. Ja, also mich hätte es jetzt auch nicht gestört, wenn es einen ganz kleinen Ticken irgendwie realistischer gewesen wäre. So, jetzt schauen wir uns mal meinen allerersten Run hier an. Das ist quasi noch so ein ganz klein bisschen abseits von diesen zwei Strecken, die ihr hinterher fahren könnt, bei denen ihr auch quasi virtuell gegen eure Freunde antretet. Man kann hier sehen, ich versuche eigentlich noch so ein bisschen so zu fahren, wie ich mir das so vorstelle, beziehungsweise wie ich auch mal früher ein ganz klein wenig selber Snowboard gefahren bin, ohne 100 Meter Höhe Sprünge, sondern einfach ein bisschen carven, ein bisschen auf dem Tail, ein bisschen auf der Nose sliden und sowas. Ja, jetzt geht's aber schon los. Yeah, Backflip, Doppelflip, irgendwas. Nee, war noch relativ lahm, oder? Okay, man muss sich natürlich auch erstmal dran gewöhnen, was man so machen muss, wie man pusht und solche
Geschichten. Das hat man aber wirklich nach, ja, 5 Minuten irgendwie drin. Hält man A ein bisschen länger gedrückt, kann man halt höher springen, kann man noch mehr flippen und so. Jetzt meckert er hier schon rum, identischer Trick. Aber trotzdem so nach und nach sammelt man schon so seine ersten Punkte. Huh, das war jetzt schon fast dahergelegt, oder? Auch auf den Rails kann man hier unglaubliche Dinge eigentlich machen. Ja, aber Spaß macht das Ganze nichtsdestotrotz. Die Musik hätte für mich ein ganz klein bisschen so Hardcore-mäßiger sein können, sag ich jetzt mal. Das ist mir doch alles ein wenig zu weich gespült, ein wenig zu viel Sonnenschein und so. Aber sei es drum, ja, im ersten Moment würde ich mal sagen, ist so ein gute Laune-Game. Grafisch hat es mich jetzt nicht weggerockt, muss ich sagen. Das ist so, Logo, der Schnee sieht okay aus, aber so diese Berge, die Tannen und so, das rockt einen jetzt nicht von vornherein weg, möchte ich das mal so bezeichnen. Das ist irgendwie, naja, das Spiel hätte auch vom Look her, sag ich jetzt mal, vor 2-3 Jahren rauskommen können. Und ja, also da wäre sicherlich noch ein bisschen Luft nach oben gewesen, sag ich mal. Jetzt können wir auch sehen, wie ich hier so langsam und mühsam meine Tricky-Anzeige da irgendwie auffülle. Mal gucken, ob ich das noch packe. Yeah! ja, ist schon ganz schön irre, was die da so rumflippt, oder? Wir werden auch gleich mal zu den beiden anderen Rennen kommen, aber ich habe gedacht, das erste Ding lasse ich euch mal so komplett drin. Da könnt ihr auch mal sehen, was man da so für Erfahrungen sammelt und dass man also wirklich schon im ersten Lauf quasi so da durchbrettern kann, als wenn es keinen Morgen gäbe. Also wenn man sich so ein ganz klein bisschen mit den Spielen anfreunden kann, dann wird man da sehr, sehr schnell mit zurechtkommen. So. Das war der Gesamtbonus. Jetzt gehe ich mal zu den anderen beiden Events rüber und da werden wir dann auch mal die Geister unserer Freunde treffen. Ja, das ist der Globus. Das ist von der Übersichtlichkeit, finde ich, ein bisschen besser geworden als wie in dem ein oder anderen Snowboard-Spiel, was ich die letzten Jahre mal drin gehabt habe. Also zumindest kann man hier so über die Erdkugel so rumflippen. Man bekommt dann direkt angezeigt, hier hat ein Kumpel von mir, der Kappa, halt eine Bestleistung hingelegt. Dann könnt ihr das direkt probieren zu schlagen. Die Leute werden auch angezeigt. Generell, wie gesagt, im Moment ist anwählbar Neuseeland und die Rocky Mountains. So, jetzt geht's ab ins Rennen. Die Startanimation hier scheint offensichtlich immer die gleiche zu sein. Ich denke mal, das wird ein bisschen von Fahrer zu Fahrer variieren. Hier können wir schon sehen, fährt der Geist von Kappa vorweg. Und parallel werdet ihr auch noch, zum Beispiel, da sehen wir den Goldfahrer. Also den müsst ihr schlagen, wenn ihr Gold holen wollt. Kappa müsste ich schlagen, wenn ich Erster sein wollte. Habe ich nicht gepackt, kann ich direkt sagen. Ihr bekommt auch immer die anderen Freunde, die in der Nähe waren, immer so als Geist mit eingeblendet. Ja, also der Leistungsdruck ist hier auf jeden Fall schon wieder gegeben. Das ist immer so eine Frage, die ich mir in letzter Zeit gestellt habe. Kann man das eigentlich ausschalten? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Spiel gerne spiele, aber nicht der absolute eine Oberking bin hier im Snowboardfahren, aber nicht möchte, dass meine Freunde ständig mitbekommen, dass ich hier abgelost habe, ist es da möglich, das auszuschalten? Ja, muss ich wahrscheinlich offline spielen, oder? Also diese gesamte Transparenz in allen Spielen ist immer gut und schön. Aber ja, das habe ich auch schon mal bei den Autorennspielen bemängelt. Wenn man gerne Autorennspielen fährt, aber vielleicht immer 20, 30 Sekunden langsamer ist als die Kumpels, dann würde ich mir wünschen, dass man zum Beispiel so ein Autolock-Feature oder sowas einfach mal abklemmen kann. So, da vorne sehen wir den Kollegen auf Gold, dem rase ich mal hinterher. Generell dauert das Rennen hier in die Wand, das war sicherlich scheiße für den Speed. Generell dauert so ein Rennen hier 3 Minuten, beziehungsweise wenn ihr schnell seid, glaube ich 2. Wenn ihr so mein Speed fahrt, dann ja, werden wir glaube ich gleich sehen, 2,50 oder 3,10, ich weiß es gar nicht mehr, müssen wir mal einfach mal zu Ende
fahren. Hier auf den Rails ist man unheimlich schnell unterwegs, aber trotzdem liege ich noch relativ weit hinten. Ja, im Moment Platz 3. Alex ist der Computer, der NPC-Fahrer, den ihr schlagen müsst, um Gold zu erreichen. Gerade wieder so in der Wand gelandet, war scheiße. Rechts den Tunnel auch verpasst, kacke. Hab zwar hier schon ein bisschen Speed drauf, reicht aber nicht. Bin mir da generell auch noch nicht so sicher, ob man lieber springen sollte und halt Tricks macht. Wofür man, ich weiß nicht, wird man dafür schneller? Das könnt ihr mir vielleicht mal in die Comments posten, wenn ihr da gut drauf seid bei dem Spiel. Ich war mir halt wirklich nicht so sicher, ob ich jetzt mich drauf konzentrieren sollte, einfach nur geradeaus zu fahren, oder ob man da auch ruhig ein paar Tricks mitnehmen sollte. Ja, ja, da unten ist das Ziel. Leider scheiße gefahren. Nur Dritter geworden, glaube ich jetzt, oder? Gucken wir mal. Da sehen wir die Punkte, die wir gesammelt haben. Dann gibt es hier nochmal einen Drop-Bonus. Gute Balance, habe ich ein bisschen was dazu gekriegt. Und naja, innerhalb meiner Freunde immerhin, boah, Kappa ist 2 Minuten 1 gefahren und nicht 2:17. Roughnecks dahinter mit 2:19. Naja, ich sage jetzt mal, abseits von Kappa war ich jetzt mit einem Platz 2 da ja nicht so schlecht bedient. Aber das kann man sicherlich üben und sich da auch noch steigern. Wenn ihr da wisst, wie man da schneller werdet, wird, dann haut mir das mal in die Comments rein. Das wird mich schon persönlich mal interessieren. So, ich switch jetzt auch direkt mal hier in den zweiten Event rein, wo es einfach darum geht, enorm hohe Sprünge zu machen, möglichst viel Tricks und sowas aneinander zu reihen und so. Und ja, hat jetzt auch nicht auf Anhieb so geklappt, aber naja, so für den ersten Versuch habe ich gedacht, ist das so ein authentisches Gameplay. Da kann man, oh, Tricky habe ich hier schon erreicht. Das sollte man natürlich dann auch möglichst mitnehmen, weil es da extrem viele Punkte gibt. Und man sich da eigentlich die ganze Zeit in diesem Tricky-Modus befinden sollte, um hier richtig ordentlich abzusahen. Das war, glaube ich, gerade ein ganz schönes Ding, schön gestanden und so. Generell zum Stehen einfach bald. Das war jetzt zum Beispiel scheiße, hat mich hier aus dem Run rausgenommen, oder? Wenn ihr das Ganze stehen wollt, müsst ihr ganz einfach nur die beiden Sticks loslassen, links und rechts, beziehungsweise ganz ruhig halten. Dann landet euer Fahrer eigentlich immer vor die Tanne. Da sehe ich jetzt gerade hier schon meine Fälle schwimmen. Aber, jetzt guck mal hier, wir haben auch auf RB eine Rückspulfunktion. Also, wenn es mal wirklich ganz daneben gehauen hat, dann könnt ihr euch da zumindest mal so einen ganz derben Crash irgendwie sparen und euch da nochmal ein bisschen fangen. Ja, und an der Stelle würde ich sagen, ich erspare euch mal mein restliches und erbärmliches No-Luck-No-Skill-Gameplay hier bei diesem Free-Ride-Event. Da bin ich irgendwie nicht mehr besonders gut weggekommen, muss ich jetzt gestehen. Vielleicht spiele ich das aber nochmal. Ansatzweise Spaß gemacht hat es mir schon. Es hat mich jetzt nicht überrascht, muss ich sagen, weil es sich doch einfach anfühlt wie ein Spiel, was ich schon mal gespielt habe. Aber nichtsdestotrotz, irgendwie war es ganz okay. So, jetzt kann ich hier noch irgendwie einen von meinen Freunden einladen, kriege dann irgendwas dafür. Habe ich nicht so ganz gerafft, habe ich gedacht, nerv ich aber einen mal mit und so. Das finden die anderen ja immer ganz besonders toll. Und dann würde ich sagen, mache ich die Demo aus. Ich habe das Ganze jetzt rund eine halbe Stunde lang gespielt. Ich hoffe, euch hat der kleine Einblick ins Spiel ein bisschen gefallen. Ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein.